Ja, herzlich willkommen, hallo zur nächsten Lektion. Jetzt geht es wirklich um Lady in Black. Ich hoffe, ihr habt die Vorübungen gemacht. Dann können wir nämlich hier relativ schnell durchgehen. Es ist ein leichter Song mit nur zwei Akkorden, wirklich passend für die erste Stufe, um es leicht zu machen. Den Anschlag in der rechten Hand habt ihr ja schon. Jetzt geht es nur noch um die Reihenfolge. Also wir fangen mit E-Moll an. Schaut euch mal vorher schon an, entweder ihr singt das Stück mit oder ihr spielt es dazu, wo kommt tatsächlich der Wechsel. Also, wenn man sich den Text anguckt, she came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair. Und auf long kommt dieser Wechsel. Also später würde ich dann einfach gar nicht mehr mitzählen, sondern macht am meisten Spaß, wenn jemand singt oder ihr singt selbst, einfach bei long habt ihr den Wechsel. Und so könnt ihr das weiter auch machen, dann kommt wieder bei Mid von Midwinter Wind, der Wechsel zurück nach E-Moll und so weiter. Wir fangen mal von vorne an, erster Takt, 1, 2, 3, 4, up, up, auf, up, 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 auf, up, 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 auf, up, 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 auf, up. Jetzt geht's los. She came to me one morning, one lonely Sunday morning. Her long, und da war der Wechsel. Hair flowing in the mid. Und auf mid war E-Moll wieder. Wiederholung, anderer Text. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction, und auf destruction wieder der Wechsel nach D-Dur. Destruction lay around me from a fight. Fight ist wieder E-Moll. Fight I could not win. Jetzt läuft der Text nur mit A. Da kann man sich natürlich keinen Hinweis textlich bezogen machen, sondern man muss wirklich aufpassen. Zwei Takte E-Moll, dann kommt ein Takt D-Dur, zwei Takte E-Moll, ein Takt D-Dur und wieder zwei Takte E-Moll. Also es hat auch ein gewisses Muster, das man gut verfolgen kann. Wir legen los mit dem A-A-A-Teil. Okay, 1, 2, nach Doppelstrich, 3, 4. Und D-Dur. Und E-Moll. D-Dur. Und zurück zu E-Moll. Ja, im Original geht das, glaube ich, sechsmal durch. Wenn ihr dazu singen wollt, könnt ihr ja mit dem Text immer wieder dieses Muster durchlaufen. Mit dem Playback macht es auch viel Spaß oder eben mit Singen. Das ist das Beste. Und ich wünsche euch viel Spaß damit und freue mich auf die nächste Lektion. Ciao.